Die Form, also diese kurze Talk am Anfang, sollten Themen sein, also wähle ich so aus, dass sie konfessionslos sind. Diese 20 Minuten stilles Sitzen ohne große Anleitung ist halt ein bisschen fortgeschrittener in eurer eigenen Meditationspraxis, weil die meisten brauchen Anleitung sehr lange, 3 Jahre oder sowas. Ab und zu kann man sich aber auch schon in der Anfangszeit eben so 10, 15 Minuten, 20 ist ein bisschen lang zum Anfang, genehmigen, um festzustellen, was passiert denn da bei mir. Und das ist das, was nachher überbleibt. Also dann werden die eigenen Hindernisse zu eigenen Lehrern. Ne? Und diese geführten Meditationen nehmen immer mehr ab. Zudem eröffnet das diese 20 Minuten stilles Sitzen den Konfessionsraum. Also Atheisten, abrahamische Religionen, die vedischen, die karmischen heißen die, also Vedanta, Buddhismus und was es da alles gibt aus dem asiatischen Raum. Also alle können mit den 20 Minuten was anfangen und zwar auf ihre Art und Weise. Also du kannst ein stilles Gebet machen, du kannst ein Mantra rezitieren oder wie ich zum Beispiel auf den Atem versuchen zu achten, wenn er zum Schluss überbleibt. Also er öffnet den Rahmen für alle. Das fände ich schön, wenn wirklich konfessionslos alle Leute, die so still rumsitzen mögen, für sich selber gut finden, zusammen mal auf der Wiese sitzen. Also wirklich eine bunte Schar von Leuten auf dem Weg zur Liebe und Weisheit. Ist ein bisschen hippieartig, finde ich aber gut. Lasst uns sitzen.